Eine psychische Störung ist eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens, Verhaltens oder der sozialen Beziehungen. Diese auch seelische Erkrankungen genannt, sind insgesamt sehr häufig und können großes persönliches Leid verursachen. Es gehört zum Wesen dieser Störung, dass sie durch Selbstdisziplin kaum oder gar nicht mehr zu beeinflussen sind. Seit 2010 gibt es das Zentrum für seelische Gesundheit in der Asklepios Klinik Pasewalk. Wir behandeln überwiegend depressive Störungen, Angst- und Zwangserkrankungen, Burnout-Zustände und somatoforme Störungen, also wo Patienten psychisch bedingt körperliche Symptomatik entwickeln, auch Erkrankungen aus dem Kreis der Psychosen. Die Tagesklinik in Pasewalk bietet zur Behandlung dieser Krankheiten eine Komplextherapie an. Das sind unterschiedlichste Heilmethoden, die gemeinsam durch ärztliches und gegebenenfalls nichtärztliches Personal durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt dabei ist die Ergotherapie. Zum einen geht es darum, dass die Patienten erstmal die Möglichkeit haben, sich überhaupt zu betätigen. Ne? Durch ein Werkstück wie dieses hier auch zu erkennen, was sie können, dass sie Stärken und Ressourcen ausbauen können und vielleicht zum Schluss dann auch noch Erfolgserlebnisse erreichen durch eben ein fertiges Werkstück. Als weiteren Eckpfeiler der Komplextherapie ist in dem modernen Neubau an der Klinik in Pasewalk auch eine Bewegungstherapie möglich. Die gliedert sich in zwei Bereiche. Dazu zählt einerseits die strukturierte Bewegung, was Sport betrifft, gymnastische Übungen, die vorgegeben werden, die Patienten nachahmen können. Und die andere Seite der Bewegungstherapie ist die heilpädagogische Bewegungstherapie bzw. die Tanztherapie, die ich in der Gruppe und auch im Einzel mache. Vor dem Hintergrund psychologischer Modelle ermöglicht ein darauf aufbauendes Gespräch den Erfahrungsaustausch und die Reflexion der leiblichen Erfahrung. Doch vorher klärt Psychologin Nadine Czebietowski die Ursachen mit dem Patienten ab. Was ganz häufig die Grundlage für unsere Gespräche bildet, ist, dass wir gemeinsam mit dem Patienten uns anschauen, wo kommt denn die Symptomatik eigentlich her? Also, welche Lernerfahrungen in der Vergangenheit sind vielleicht schwierig gewesen? Was für unterschiedliche Stressfaktoren hat der Patient auch erlebt? Und dass man dann anhand dessen gucken kann, was sind so auslösende Bedingungen für die Störung gewesen? Daraus wird ein sogenanntes Störungsmodell entwickelt. Anhand dieses Modells wird dann geschaut, welche Verhaltensweisen im Alltag verändert oder angepasst werden können. Die Gespräche sollen auch helfen, den Blickwinkel auf die eigene Situation zu ändern. Dabei sind die Chancen auf Heilung gut. Dieses Therapieprogramm trägt in der Regel schon zur wesentlichen Besserung des Zustandes der Patienten bei, sodass viele Patienten in einem deutlich gebesserten Zustand die Tagesklinik hier verlassen. Und häufig nehmen Patienten auch Dinge, die sie hier in der Tagesklinik gemacht haben, mit nach Hause, um diese Dinge dort fortzuführen. Also es gibt viele Patienten, die in der Ergotherapie zum Beispiel malen, das als sehr entspannend, beruhigend empfinden und die dann auch sagen, wir werden diese Dinge dann auch zu Hause fortführen. Die Therapie mit den vorgestellten Behandlungen dauert oft sehr lange und scheint dadurch erst einmal kostenintensiv für das Gesundheitssystem. Im Vergleich zur reinen Psychopharmakobehandlung ist sie allerdings nachhaltiger und dadurch langfristig günstiger. In Pasewalk geht das Team vom Zentrum für seelische Gesundheit beide Wege. Wenn das gröbste Leid medikamentös abgestellt ist, wird versucht, gemeinsam mit dem Patienten eine dauerhafte Heilung herbeizuführen.